Es ist extrem warm geworden, Freunde. Bis zu 40 Grad überall in Deutschland und trotzdem ist auch in Fortnite die Neuigkeit heiß. Viele Skins kommen auf uns zu. Wir haben gratis Items, die wir freischalten können und einige Sachen, die wir nach dem letzten Update verpasst haben. Und zwar als allererstes, hol einen Freund ins Spiel, ist die wieder da. Ihr könnt 5 unterschiedliche Spielebelohnungen freischalten. Ich gehe so langsam die Schritte durch. Als erstes müsst ihr auf eine bestimmte Webseite kommen. Ihr könnt entweder den QR-Code hier scannen beim Neuigkeiten-Suite oder auf die Webseite fn.gg/raf gehen oder RAF gehen. Und dann werdet ihr auf dieser Webseite natürlich gezwungen oder dazu aufgefordert, euch mit euren Epic Games-Daten anzumelden. Und wenn ihr euch angemeldet habt und bestätigt habt, dass ihr kein Bot seid, dann müsst ihr einen Freund hinzufügen. Ihr könnt bis zu 5 Freunde hinzufügen, die in den letzten 30 Tagen weniger als 2 Stunden in den Hauptspielmodi gespielt haben. Das heißt Solo, Duo, Nullbauen und so weiter. Und dann könnt ihr mit diesen Freunden bis zum 20. Februar 2023 um 6 Uhr morgens verschiedene Aufgaben abschließen, die auf der Webseite ja zu sehen sind. Und wenn ihr diese Aufgaben Schritt für Schritt abschließt, dann werdet ihr einmal ein Spray bekommen, eine Lackierung, ein Rückenaccessoire, eine Spitzhacke und einen kostenlosen Skin mit 2 Stilen, den wir schon seit Kapitel 2 Saison 5 in den Dateien haben und der jetzt am Start ist. Ihr könnt jedoch nur bis zum 11. Januar 2023 euch anmelden, registrieren und dem Programm beitreten. Aber die Aufgaben gehen dann einen Monat weiter. Finde ich auf jeden Fall sehr nice, dass wir wieder die Möglichkeit haben. Den Skin bekommt ihr, wenn ihr mit diesen 2 Accounts, nachdem das Event gestartet hat, 60 Level aufsteigt. Das wird eine Menge Zeit kosten, aber ihr habt ja dafür 7 Monate Zeit. Und ihr könnt sogar Custom Games machen, Bot-Lobbys benutzen, einen neuen Account starten, beziehungsweise machen. Und ja, das ist eure Entscheidung. Und wenn ihr das nicht findet, geht einfach in die Videobeschreibung, da gibt es den Link zu dieser Webseite. Und heute Morgen ist auch die nächste Map-Änderung passiert, denn Sleepy Shrubs ist jetzt endlich im Spiel. Gestern wurde das nicht mit dem Update aktiviert, ich glaube, die haben so eine gewisse Planung. Und jetzt wurde der obere Teil von Sleepy Sound verändert. Dort sind neue Realitätswurzeln und eine neue Realitätsranke aufgetaucht, die aufgeblüht ist, und somit ist der neue Ort da. Das heißt, wie bei den anderen Orten wird es in jedem Match einen anderen Ort bei Sleepy Shrubs geben, oder zumindest wird der Ort eine andere Optik, einen anderen Look haben, zum Beispiel Tilted Town, Colosseum, Coral Castle und Neo Tilted. Das wiederholt sich zwar sehr, sehr, sehr oft bei den letzten Orten, aber trotzdem ist es sehr, sehr, sehr krass, wie viele Map-Änderungen wir pro Woche oder alle 2 Wochen in Fortnite bekommen. Und gerade um 16 Uhr wurde das Anime-Legenden-Paket angekündigt, das erst in 3 Monaten ins Spiel kommt. Es wird unterschiedliche 10 Gegenstände enthalten und es wird 19,99 € kosten. In den Einzelhandel kommt es am 14. Oktober und in digitalen Shops wird es am 22. Oktober verfügbar sein. Wir gehen mal ganz detailliert die Items durch, die in diesem Paket sind. Natürlich wird es auch im Itemshop verfügbar sein oder in den verschiedenen PlayStation Stores, Epic Game Stores und so weiter. Der erste Skin ist Goldgang Midas, also ein Remake von Midas. Dieser Skin hat noch einen alternativen Stil mit dem Helm, wo man den anziehen kann. Es gibt noch ein Rückenaccessoire mit diesem Helm und eine weitere Spitzhacke passend zu ihm. Dieser Skin hat aber auch wie alle anderen Midas-Varianten die Fähigkeit, Gegenstände bei Berührung zu vergolden. Aber diesmal in einer Cartoon-Variante. Also es wird cartoonartig vergoldet werden, wenn man diesen Skin benutzt und dabei ein Item aufhebt. Danach gibt es Radaurocks. Neben dem Skin haben wir noch ein Rückenaccessoire und eine passende Spitzhacke. Und die letzten Items sind einmal Parat-Penny, ein Rückenaccessoire und eine Spitzhacke zu ihr und ein Emote namens Card Junior. Wir wissen nicht, wie diese Items in-game aussehen, da sie noch nicht in den Dateien sind, weil es noch einige Monate dauern wird, bis sie in den Dateien kommen, weil es erst, wie gesagt, in 3 Monaten soweit ist, dass man dieses Bundle kaufen kann. Und zu guter Letzt, weil ich das im letzten Video nicht gemacht habe, Freunde, blende ich euch nochmal alle Wettkampfanmerkungen mit Version 21.30 ein. Das heißt, was sich in Arena und Turnieren verändert hat und Fehlerbehebungen, also die wichtigsten in Battle Royale. Da sind so einige dazugekommen. So, das war's mit diesem kurzen Infovideo. Fortnite hat auf jeden Fall bestätigt, dass die Feierlichkeiten im Laufe der Woche beginnen. Ich glaube morgen um 14, 15 Uhr. Seid sehr, sehr gespannt drauf, Freunde. Heute ist es nicht passiert, aber bald geht es los. Morgen entweder das Sommer-Event-Video oder das Skin Leaks Video, denn wir haben eine Menge sommerliche Cosmetics erhalten. Lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Infos zu Fortnite zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und euch noch einen schönen sonnigen Tag.